Da wollte ich eben einmal hin. Und dann gehen wir weiter mit der Quest. Das ist eine süße Katze. Ach komm. Blöde Kuh. Ach, dumme Kuh. Hami unterstrich Koffein. Immerhin hast du heute schon mal gut gelacht, lächelnder Smiley. Und morgen habe ich Bauchmuskelkater. Nein, das haben wir ja gestern schon gesagt. Lachen ist so eine wichtige und gute Medizin, gerade wenn es von Herzen kommt. Und das kam halt so ultra unerwartet mit der Gangbang Theory. Beziehungsweise mit der Bing Bang Theory. Jetzt bin ich völlig aus. Ah, der Hausmeister hat mich kaputt gemacht. Komm ich da rein? Da ist eine Tür. Die Ratte gehört mir! Okay, die Animation passt gar nicht, weil er viel kleiner ist als die anderen. So. Oh, oh, oh. Basho guckt schon wieder skeptisch. Was? Hami unterstrich Koffein. Ich notiere... Lara öfter zum Lachen bringen. Da fehlt Lachmuskeltraining. Hausi scheint nicht lustig genug zu sein. Schneid rein, Not. Hast du gerade gesagt, der Hausmeister ist nicht lustig genug? Oh, lass dich doch mal treffen, bitte. Okay, ich suche eigentlich nur einen Eingang. Deine Zeit ist um. Ich suche wirklich nur einen Eingang. Ich habe gesagt, scheint. Achso. Ah, da ist ein. Irgendwo Pfeile? Ich brauch nur eben die Pfeile. Bin ich auch gleich wieder weg. Hami unterstrich Koffein. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich hab mir extra ein Schnaps hier hingestellt und hatte gerade schon das Glas in der Hand. Ich musste es einfach sagen, weil ich hatte nun wirklich keine Pfeile mehr. Also doch, es ist mein Ernst. Was? Nicht. Nee, eigentlich nicht. So.
So, jetzt habe ich die Möglichkeit. Wo war das jetzt hier? Du hast es ja eben nicht gesagt. Achso. Luft geholt hast du gering. Hast aber gesagt, hast du nicht. Frechheit. Aber ich hatte keine mehr. Was haben wir denn hier? Hier ist eine kleine Truhe. Mehr ist hier nicht. Kann ich da oben ran? Nein! Falsche Seite. Also wenn man die Rätsel so mal verstanden hat, also nach ein Tarnwand, okay. Also wie sie ausgelegt sind und so, dann ist es immer das Gleiche, aber ich finde es trotzdem cool gemacht. Irrsinniges Gegeifer. Dieser stählerne Schleier, ramponiert und abgenutzt, wertlos. Aber wertvoller für mich als 1000 Silbermünzen. Ich entriss ihn dem Leichnam eines lang verstorbenen Königs, der das Feuer zurückhielt, welches sich von Meer zu Meer ausbreitete. Er schlug den Einmarsch zurück, schoss die Krähen aus dem Himmel. Vermag ich dasselbe? Es summt, aber ich verstehe die Melodie nicht. Ich weiß nicht, ob das mein Gedicht werden sollte. Brief an Mutter. Ich bete schon seit Tagen, doch meine Knie sind müde und ich fürchte, Gott hört mir nicht zu. Der Bischof ist ein Narr und sagt, meine Gebete wären nicht inbrünstig genug. Ich versuchte, mich zu betrinken und dann zu beten, aber musste mich in den Altarkelch übergeben. Ich fürchte, meine Sünden sind viel größer als meine Frömmigkeit. Und ich habe Hunger, großen Hunger. Bitte schicke mir Silber. Gaukler Tuika, mit einem Siegel der Residenz des Bischofs. Oho. Okay, dann können wir jetzt zur Quest. Oh, Leute. Sie für mich sühnen. Ja, hallo. Hallo, Hühner. Bin ich gerade über einen Huhn gestolpert? Gefunden. Ich sollte nach kleinen Fallen Ausschau halten. Zu essen. Ich habe immer Hunger. Kenne ich. Ich mag schöne Sachen. Aber Magister Bata sagt, stehlen ist Unrecht. Alle sind tot.
Deshalb muss ich auf der Straße leben. Ich werde König Alfred heiraten und dann wird er mich aus diesem Loch rausholen. Ich denke nicht. Ich habe heute gar nichts bekommen. Das sage ich auch immer. Ganz ehrlich, anstelle der Kinder würde ich hier aber auch nichts essen, wenn hier überall die Ratten drüber herlaufen. Mehr_Baschur. Gegrillte Ratte. Zum Beispiel, da geht's nicht lang. Da auch nicht. Na, Elvin, nicht alle können so gewitzt sein wie du und ich. Die meisten sind einfacher gestrickt und sehen uns als das schwache Geschlecht. Eine Stute, die Unschuldige jagt, und du wagst es von Stärke zu sprechen. Wie wenig du weißt. Schützt eure Herrin! Scheiße, zertrampelt! Dieser Tod ist... Es dauert einfach so ewig. Los, komm mal her! In die Niere. Vergiss nicht, zu schreiben! Meine Güte, Spatengeist, dankeschön. Vielen, vielen Dank, Spatengeist. Und hallo. Oho, herzlich willkommen. Ah.
Elfrieds Dach? Flieht sie zum Haus des Bischofs? Es kann doch nicht so schwer sein, die blöde Olle zu töten, oder? Tut mir leid, dass ich gerade die ganzen Fische ver... Es ist immer nicht so stylisch, aber mit dem Bogen komme ich in dem Teil hier richtig gut klar. Komm, Kind. Erzähle mir, was du erfahren hast. Und Mutter wird dich belohnen. Feigling! Lässt Kinder für den Orden spähen und stehlen, um sie zu formen. Gib mir ein Kind vor dem 7. Jahr und ich gebe dir einen Mann oder eine Frau. Doch was nützen Buchstaben, wenn ein Kind seinen Namen nur in den Dreck ritzen kann? Was nützt einer Frau Weisheit, wenn sie nur am Herd steht? Ich habe Elwin so viel mehr beigebracht, sie vor einem unwürdigen Leben bewahrt. Sie wird im Orden Erleuchtung finden, so wie ich einst. Könnte ich sie alle retten, würde ich es tun. Doch das kannst du nicht. Du hast zu viele verdorben, um zu wenige zu retten. Ist der einzige Weg in die Zukunft. Er kann unseren Durst nach Wissen stillen, wenn Elfrids Sklavenreligion erst besiegt ist. Und was würdest du für unbegrenztes Wissen opfern? Oh, das ist eine gute Frage. Was würdet ihr dafür opfern, unbegrenztes Wissen ein zu haben? Ein unbezahlbares Geschenk. Wer könnte es ablehnen? Ich... wäre eine sehr schlechte Hausfrau. Nicht ihre Unschuld. Ich wäre eine sehr, sehr schlechte Hausfrau. Mhm. Aber der Hausmeister hat das auch mal gesagt. Zu schade. Non requies sed in pace. Was? War das gerade ein Ezio-Zitat? Das war ein Ezio-Zitat. Oh, jetzt habe ich Bock auf Assassin's Creed 2. Goodwin wollte mich bei einer Schenke in der Nähe treffen. Die Feder rupfen. Ich glaube, man weiß dann alles. Du hast halt unbegrenztes Wissen. Du musst aber nicht alles abrufen, aber du könntest. Du könntest. Dann wollte ich es nicht haben. Stell mal vor, das wäre doch voll langweilig. Du könntest gar nicht mehr überrascht werden.